Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal wieder den Fendt hierher gefahren. Ich kann nicht weiter hexen. Habe ich auch einfach mal ein bisschen die Fahrt erspart. Seht ihr ja oft genug. Der Häcksler läuft immer noch weiter. Drei Pflänzchen, es geht noch. Ist nicht so schlimm. So, wo will ich jetzt hin? Ich glaube, jetzt fährt er. Er fährt nochmal die eine Bahn, damit die Fläche gerade wird. Machen wir mal Tempomat rein, so. Das kann ein bisschen entspannter. In der Kabine ist doch wesentlich leiser. Was fährt denn heute eine? Boah, kann ich doch schwer entscheiden. Ist das eine Dame oder ein Herr? Ah, ich würde sagen, es ist ein Herr. Ja. Oder was meint ihr? Also ich sage, es ist ein Herr. Glaube ich einfach mal. Okay. Oh, ich fährt wieder rückwärts. Warte mal, wir drehen auch mal elegant. Okay, was heißt elegant? Ist denn? Bisschen schräg gekommen, aber geht. Perfekt. Jetzt sind wir schon wieder da. Dann müssen wir mit Rohr passend hindrehen. So, genügend Geschwindigkeit aufbauen. Und dann mal rein. Na gut, das passt ganz gut. Bisschen zurück. So. Bisschen enger ran. Ja, so passt das Ganze, glaube ich, ganz gut. Wollen wir jetzt gucken. Ja, das werden wir wahrscheinlich alles nicht in den Anhänger reinkriegen. Das heißt, es werden noch zwei Ladungen werden. Und freue mich natürlich. Das heißt, umso mehr Geld für uns. So, wenn das Feld dann runter ist, werde ich tatsächlich den. Ja, weiß noch nicht, welchen Traktor ich ansetze, ob es der Fendt hier wird zum Flügen. Und mal gucken, wie viel der Tiefenlocker braucht, ansonsten wird der Premium davor gekuppelt. Und ich werde mir in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon daran machen, den Drescher anzusetzen, weil wir haben ja. Ein paar Felder, die gedroschen werden müssen. Ah, scheiße, da fällt mir gerade auf. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht dran gedacht, oder? Naja, ich habe immer noch nicht dran gedacht, die 86 zu kaufen. Das muss ich jetzt dann gleich direkt nach der Aufnahme machen. Sorry dafür. Ich war da, wo ich vorbereitet habe, so der Meinung, ich habe das gekauft. Außer ich habe es irgendwie aus Versehen wieder verkauft. Okay, jetzt auch kein so großes Feld, das kann man schon mal schnell übersehen. Aber. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Oder weißt du was? Ach komm, ich mach das jetzt einmal in der Aufnahme schnell. Wie viel kostet das? Selber schon vergesse ich es eh wieder und. Oh, 35.478, okay. 35.478, glaube ich, waren es. Das hier. Ja, genau, passt. Kaufen wir. Ja. So, dann passt es. Wir haben plus minus 0 gemacht. Das ist perfekt. Und somit haben wir jetzt
Das Feld 86 auch wieder in unserem Besitz, wie es vorher auch war. So, daher könnten Sie vielleicht weiterfahren. Danke. Ja, ich will Sie nicht unbedingt schieben, aber ich muss hier drehen. Ja, danke. Oh, jetzt sieht er uns gleich davon. Warten Sie doch. Sind wir schon wieder da. So. Oh, bei. Ja, ganz kurz nicht. Das heißt, wir müssen noch mal einmal fahren. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Die Folge ist ja noch frisch. So, ich kann mal nochmal auf dem Weg machen zum Drehen. Und das im Laufen voll. So, das passt. Wenn ein bisschen langsam tun, geht irgendwo, geht es mir ein bisschen huppelig runter. Jo. So, damit machen wir nicht mit unserem Frontgewicht hier auf dem Kies aufhocken, wie bei der BGA vorne passiert ist. Das ist ein bisschen suboptimal. Ah, da rechts oben wächst auch eine Luzerne. Okay. Interessant, interessant, was die Nachbarn hier alles anbauen. So, heute mal Auto oder LKW vor uns. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, wir müssen nichts überholen. So, ein bisschen gucken. Nee, geht. Wie ausgestorben die Straßen. Okay, ist 11.50 Uhr. Mittag ungefähr, das sind die meisten Leute zu Hause beim Essen oder bei der Arbeit. Ah, ein Auto kommt. Ein weißer, was könnte es sein? Es könnte ein... Ja. Opel, Ford, VW. Oh. Bis jetzt hat das eigentlich immer funktioniert. Aber heute war es dann doch zu viel des Guten und ich habe zu wenig eingelenkt. Naja, kann passieren. Wir haben in echt ein bisschen unsere Fronthydraulik verfeult. Aber hier im LS ist natürlich alles wie vorher, war nur, dass wir runtergebremst wurden. So, hier bin ich natürlich letzte Nummer schön platt gefahren. Das heißt, wir können... Oh, ich fahre mal jetzt auch einfach auf die Mitte drauf. Dann bleiben wir immer nirgends hängen. Ich muss dran denken, langsam, langsam. Ja, so ist, glaube ich, optimal. 6, 7 km/h. Dann funktioniert das Ganze relativ gut. Ja, zum Schluss hätte er noch ein bisschen schneller werden können. Oh nein. Gucken wir mal rein. Ne, braucht man nicht festfahren. Da können wir auf jeden Fall noch einmal drüber. Aber wir müssen vielleicht, Leute, habt ihr Bock, dass wir uns zum Beispiel mal die umliegenden Felder um die BGA kaufen und direkt dann da überall Mais draufhauen? Und dann mal eine riesige Hexensaison starten? Ich muss sagen, ich hätte da glaube ich schon Bock drauf. Sind auch keine langen Wege zum Fahren. Da müssen wir auch nicht so viel von dem kostbaren Diesel verschwenden. Der Google Diesel, Alter. Ja, Autos sind immer noch nicht viele unterwegs, das einzige was... Oh, das war ja knapp. Das einzige was wir immer unterwegs sind, sind die Fußgänger. Von denen sind aber auch immer so viele unterwegs. Aber da sieht man es auch. Corona-Zeiten, das Restaurant ist völlig ausgestorben. Zum Glück war der Weg noch relativ breit an der Stelle. Das heißt, ich musste nicht zu stark im Grünstreifen drin. Mache ich natürlich auch nicht immer zu gerne, weil es doch relativ holprig und unwegsam. So. Vorne wartet da. So, bin wieder da. Und dann geht's auch zur letzten Bahn. Aber ich muss sagen, wenn man es den Jaguar da kaufen könnte, das wäre glaube ich schon was Feines. Aber als erstes kommen jetzt natürlich die Schweine.
wir können, wir drehen auch einfach mal, dann kommen wir relativ gleich nach wieder an das Feld, ja. Ja, Schachtel ist mit einem mit einer Schneidwerksbreite. Ja. Ich bin immer der Meinung, ich sag's beim Häcksel immer falsch, dass eigentlich gar nicht das Schneidwerk ist, aber fertig, okay, man jetzt auch Schneidwerk. Da kann ich da eigentlich sehr berühmt bleiben. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe da immer das Gefühl, dass ich irgendwie das Schneidwerk irgendwie einen falschen Begriff sage. Aber wieso, weshalb, keine Ahnung. Na, hier wird auch die Bahn schmäler. Oh, das ist gut. Oh, aber ich glaube, wir haben, glaube ich, schon einmal nochmal Miete zahlen müssen für Nexler, ne? Weil ich war der Meinung, wir hatten vorher 261.000, jetzt haben wir nur 246. Weil ich wollte gerade sagen, eigentlich, wir sind kurz vor der vollen Stunde und da will ich ihn eigentlich gleich nochmal zurückgeben. Ja, wieso? Aber ich glaube, das wurde uns tatsächlich schon abgezogen. Können wir gleich mal in die Abrechnungen kurz gucken, weil es ist ja, glaube ich, da aufgelistet. Wir fahren jetzt den Schnitt zurückgeben. Und ja, ich fahre, weil es erstens ist keine weite Strecke. Und zweitens, ich mag es tatsächlich nicht so gerne, wenn wir das Menü zurückgeben, wenn dann immer so wegploppt mitten auf dem Feld und so. Nee, da bin ich nicht so der große Fan von. Jetzt werden wir mal ganz kurz ein bisschen in die Wiese reinfahren. Weil diesmal sind keine Kartoffeln drauf, sondern Sojabohnen auf dem Feld da drüben, glaube ich. Und da will ich tatsächlich nicht so gerne was zusammenfahren. Hätte jetzt zwar ein bisschen, ich weiß nicht, wie sagt man dazu, rassistisch? Ne, rassistisch ist ja auch wieder nicht, oder? Und ist, kann man das da so sagen? Ich weiß es einfach nicht. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ich Kartoffeln weniger mag, aber Sojabohnen sind einfach einfach zu ernten, sagen wir so. So, haben wir zurückgegeben. Haben wir auch zurückgegeben. Passt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Ist es hier aufge... Ah ja, genau, und wir haben natürlich unseren auch 200.000 Euro Kredit. Ich weiß gar nicht, ob es 200.000 Euro waren oder ob sogar noch ein bisschen mehr waren. Ich habe jetzt einfach 200.000 dazu gemacht. Wenn ich jetzt den falschen Betrag ergeben habe, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Mietkostenfahrzeuge 51.000. Kauf der Bahn. Naja, eine Miete wurde uns auf jeden Fall nochmal abgezogen da vorhin. Ja, schade, schade. Paar Minuten schneller gewesen. Wie ist denn jetzt der Motor? Egal. Dann wäre tatsächlich der Betrag von den 20.000, 25.000, was waren, nicht mehr abgebucht worden, aber ja, gut, da kann man jetzt auch nichts machen. Wir haben ja das Geld momentan noch. Tonung liegt auf noch, weil dann kommen die Schweindels. So, daher sind wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen zu weit weg von der Ortschaft. Überhol einfach mal. Oh, tut mir leid, Schild, dass ich dich gerade überfahren habe. Aber ging nicht anders. Ja, da überholen wir jetzt nicht, weil der biegt jetzt eh dann vorne gleich rechts ab. Normalerweise müsste er eigentlich jetzt spätestens blinken, aber blinkt er überhaupt? Er blinkt, aber ganz kurz vorm Abbiegen, okay. Immer lieber schon ein bisschen früher blinken, als zu spät. Finde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich blinke lieber immer ein bisschen früher, anstatt dass sogar ein Unfall passiert. Weil ein Unfall kostet dir, glaube ich, mehr als wie, wenn du ein bisschen früher blinkst. So, ich wollte mal gerne langsam tun und gut einlenken. Ich hole einfach ein bisschen mehr nach links aus, dann ist jetzt da vorne nicht mehr so knapp. Solange kein Auto kommt, kann ich es ja machen. So, da kommt die letzte Ladung von Frischmais an Silo. Beziehungsweise ins Silo und dann später in die BGA. Der BGA Fermenter. So,
Da kann ich auch ein bisschen schneller fahren, weil wir haben weniger drin. Das heißt, da kommen wir auch. Hoppala. Kommen wir auch super weg durch. Passt. So, dann stell ich den Fendt mal ganz kurz ab. Oder kann ich laufen lassen? Das wundert mich tatsächlich immer noch bei Curseplay. Ich weiß nicht. Ich habe da nichts eingegeben oder so, aber ich muss keine Lohnzahlung zahlen. Ich weiß nicht wieso. Wenn ihr das. Ich weiß nicht, ob es ein Problem, aber wenn ihr das auch so habt, gerne in die Kommentare damit. So, ich will schon ein bisschen anheben. Holper, holper, holper. Ei. Oh Gott. Haben wir solche Wellen reingefahren? Oh moin. Das vorne klappt man tatsächlich zusammen. Weil momentan brauche ich es nicht. Und dann bin ich tatsächlich, kann ich ein bisschen besser nach links und rechts fahren. Nur nicht Schiebeschild, das brauche ich dann erst zum Schluss. Wenn ich das ganze Zeug reinschieben will. So, ganz kurz gucken. Ah ja, okay, wir haben es eh schon gleich komplett verdichtet. Ich will es natürlich schon ein bisschen schön machen hier. Dass ja auch links und rechts die Ränder einigermaßen schön gefüllt sind. Und jetzt einmal. Oh, ich hänge ein bisschen hinten. Einigermaßen glatt ist. Muss ja nicht 1A glatt sein wie Asphalt, aber schon ein bisschen. So, ein bisschen optisch muss ja auch schön ausschauen. So, ich glaube, jetzt machen wir mal das Schiebeschild wieder auf und schiebt einfach mal ein bisschen das, was draußen. Hier vorne liegt tatsächlich nicht allzu viel, aber da hinten liegt ein bisschen mehr, ja. Mal gucken, kann ich es noch? Ich könnte es tatsächlich eigentlich. Okay. Ja, so könnte es. Ein bisschen höher klappen. Und jetzt. Okay, es gibt es auch. Auf dem Joystick. Ja, auf Joystick liegt es tatsächlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Aber ich kann das tatsächlich auch mal auf den Joystick legen. Hab's tatsächlich noch nicht ausprobiert, muss mal gucken, ob das angenehmer ist. So, warte mal, jetzt mal ganz kurz gucken, wie stark das jetzt noch verdichtet. Ja, ich muss einmal, ein paar Mal muss ich dann nochmal drüber fahren. Und dann fahr gleich einmal kurz drüber hier vorne. Zack. Dass der Huckel hier wieder ein bisschen draußen ist. Hinten muss ich dann auch noch fahren, aber ich bleib tatsächlich hier oben. Und da ist schon wieder 100% verdichtet. Fahr einfach noch ein bisschen drüber. Da ist wieder trotzdem angeglichen. Und jetzt haben wir hier vorne gar so einen Hügel. Oder so eine Welle drin. Man müsste eigentlich mal das hintere. Die hintere Walze zum Einsatz kommen, aber. Scheinbar will sie nicht so. Naja, ja, es passt. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. So, ich will schon wieder aufklappen. Und den. Rest hinten wieder reinschieben. Oh. So, jetzt haben wir mal ein bisschen. Kriegen wir da wieder ein bisschen mehr Bodengrip. Oh. Nee. Nicht so wie ich eigentlich wollte. Ja. Ja, der ist einfach viel zu hoch, der Hang. So. Schauen wir hier, ob wir das alles relativ schön hier rein kriegen. Das ist jetzt da so eine Lücke entstanden, war jetzt ein kleiner Hopper da drin oder? So. Da liegt ein bisschen was vorne draus, das würde ich gerne noch mitnehmen, danke. So, ja. Ich hatte es auch nicht ganz angehoben, deswegen dachte mir schon immer. So. Das ist tatsächlich nichts mit Eile oder so, das ist einfach nur Ruhe. Oh. Ja. Ruhe und Geduld. Dann funktioniert das immer so gut wie immer am besten. Gleich mit Drehschema rückwärts fahren. Ruhe, Geduld, nicht hektisch, einfach ganz entspannt. Dann funktioniert das eigentlich relativ gut immer. So, ich fahre hier noch ein bisschen zurück, dass ich das Stückchen hier vorne auch noch wieder mitnehmen.
So. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Des Guten. So, hier vorne kommen wir auch noch ein bisschen rein. Okay, Schiebeschild hoch. So, da fahre ich immer noch. Ganz wichtig, vorne jetzt zusammenklappen und das hinten wieder runterlassen. Denn wenn wir hier vorne eintauchen, hätte ich schon jetzt in ein Loch reingemacht. Was ich eigentlich nicht will. So, ich gucke nur noch, dass es jetzt zu 100% verdichtet ist dann. Ein bisschen einigermaßen eben. Und dann decken wir es auch schon zu. Ja, das passt mir eigentlich. Das reicht mir eigentlich schon, muss ich sagen. So, hier vorne jetzt vorsichtig runterfahren, damit wir nicht mehr zu viel rausschieben, aber ich glaube, das geht noch. So, dann machen wir da hin. Wir haben drinnen 249.746 Liter. Also knapp eine Viertelmillion ist drinnen. Natürlich nichts zur Gemeinde Radialho. Das ist immer noch weit entfernt. 100% verdichtet, passt, wir drücken R und somit ist es zu. Hier liegt tatsächlich nichts mehr rum, das ist schön, und hier hinten auch nicht, perfekt. Ich glaube, okay, das bisschen da ist nicht so schlimm. Ich glaube, sobald es ab hier irgendwo wird, glaube ich, nicht mehr angenommen. Aber es ist zugedeckt und der Gärungsprozess kann beginnen. Das schon mal ist super. So, okay, ich muss es hier zusammenklappen, und sonst komme ich nicht in die Halle rein. Weil das Zeug werde ich tatsächlich unten lagern, weil oben am Hof habe ich tatsächlich keine Verwendung für Platz. Boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da oben Platz dafür hätte. Aber da wir eh unten die BGA haben, kann es wirklich unten stehen. So, Schiebeschild nur drin. Ein bisschen drehen. So. Passt ab, Kuppel perfekt. Die fahren wir hier raus. Tor zu. Perfekt. So, dann lasse ich den Xerion hier per per Follow Me hinterherfahren. War ja schon wieder mit der Statur. So, geht doch. Spürung F. Ah, und da hat er auch schon den passenden Vorausfahrer gefunden. So, ich hoffe, der bleibt hier nirgends an irgendeinem Tor hängen. Oder an einem Gebäude. Ne, er hat den Buschen umgefahren. Gut, er ist hinter uns. Und der fährt, glaube ich, auch. 50, 53 fährt er auch. So, Kollege, bitte uns nicht in den reinfahren, weil ich muss hier ein bisschen langsam tun. Ich weiß nicht, ob er uns hier reinfahren ist, aber ich glaube nicht. Ich habe auf jeden Fall nichts gespürt. Ich muss sagen, die Spiele sind tatsächlich ein bisschen falsch eingestellt, weil normalerweise, also ich habe es bei meinem Eicher so eingestellt, dass ich das Schutzblech sehe. Und dann nach hinten, weil ich sehe da, nur wenn ich jetzt eine Kurve fahre, sehe ich zum Beispiel den Xerion und den Anhänger. Und ansonsten sehe ich nichts. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich auch ein Add-on, dass man seine Spiele so einstellen kann, wie man sie will. Ich glaube, da muss ich mir mal ein bisschen damit auseinandersetzen und jetzt mal gucken, ob ich es mit drauf nehme. Weil es schon angenehm, wenn man ein bisschen mehr sieht, als wie hier. So, und da sind wir auch schon wieder an unserem Hof. So, dann waschen wir den Anhänger hier dann auf jeden Fall noch. Der Fan braucht sie nicht, weil der kommt dann irgendwann wieder aufs Feld. Der Xerion ist noch relativ sauber, ist kaum dreckig. Das heißt, der kann in die Garage. Oder Halle, sag mal Halle, hört sich besser an, finde ich. Mit dem Allrad und so weiter kann man auch wieder ausmachen.
So, ja, dann werden wir den Fan dann noch waschen, oder beziehungsweise den Anhänger, und dann wird der Fan wieder zum Fliegen kommen. Aber das machen wir tatsächlich dann erst morgen, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Liebe Leute, ja, ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte noch ein bisschen mehr geschafft, aber nie. Wir haben aber immerhin das Häckseln abgeschlossen, das ist schon mal guter Fortschritt. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann am Montag, wenn morgen kommt, morgen Sonntag, Samstag, Sonntag, kommt natürlich Gemeinde Rade, und am Montag dann wieder Stappenbach. Das heißt, bis dahin, bis zum Montag, wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Freitag, und bis dahin, haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.